Man kann im Leben noch so erfolgreich sein. Der Tod eines Kindes oder mehrerer Kinder kann jeden Erfolg zerbrechen und zerplatzen lassen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit so einem Schicksal weiterleben? Wir blicken heute in die Münchner Vergangenheit zurück zu einer Persönlichkeit, die genau auch dieses Schicksal teilen musste. Und wir schauen uns an, wie dieser Mann damit umgegangen ist. Ob wir uns davon inspirieren lassen können. Denn wir sind der Meinung, Kulturvermittlung und Kultur ist nicht nur bereichernd, sondern Kultur ist vor allem auch eine Begleitung, eine Lebensbegleitung. Und es macht Sinn, auch in die weitere Vergangenheit zurückzublicken, wie Menschen mit ihren Schicksalsschlägen umgegangen sind. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. In München fühle ich mich beinahe griechisch. Und darüber freue ich mich viechisch. Das hatte einmal Gustav Mahler über München gesagt. Und wenn man sich hier auf dem Königsplatz so umschaut, kann man ihm nur zustimmen. Doch München hatte in seiner besten Zeit im 19. Jahrhundert als soeben erblühende, weltberühmte Kunststadt nicht nur seine würdigen Tempel, sondern sogar seinen eigenen Goethe. Und dieser eigene Münchner Goethe wohnte gleich nebenan, wenige hundert Meter von den griechisch angehauchten Tempeln entfernt. Hier wohnte er, in der Luisestraße 22. Sein Name war Paul Heyse, großer Autor und damals ein absoluter gesellschaftlicher Mittelpunkt. In den Quellen wird folgendermaßen über ihn berichtet. Für jeden, der bei ihm eintrat, blieb er der echte Statthalter des Genius von Weimar auf Erden. Epigone zwar, aber zum Mindesten ein Herrscher sprachlicher Kultur, wie neben ihm nur wenige in Deutschland. Was ist das denn, ein Epigone? Ist das was zum Essen? Nein. Ein Epigone, das ist einer, der eine gute, brillante Form, die andere entdeckt und entwickelt haben, aufnimmt und als Bahnen für den eigenen kreativen Fluss nutzt. Was daraus Schönes entstehen kann, hat man eben an den Tempeln des Königsplatzes gesehen, die die Baukunst der Antike neu variieren und um neue, wunderschöne Farbtupfer bereichern. Und unser Heyse war eben ein großer Baumeister der Sprache, der die Bauformen von Goethe und Schiller wie eine Klaviatur zu nutzen verstand oder besser noch auf ihnen Harfe spielte. Denn, es lautet weiter in den Quellen, er war wie eine Harfe. Er ging wie der vollendetste Wirt von einem zum anderen den ganzen Abend und sprach wundervoll, ja eigentlich prachtvoll. Es war, als würden reizende Nippsachen von Gold und auch von Bronze, aber alle gleich zierlich gearbeitet, über den Tisch geschüttet. Man sah hin, das Auge lachte über die bunten Farben und schönen Formen, und ein unwillkürliches Ah rang sich von den Lippen. Er hatte vor jeden seiner wirklich geistvollen Gedanken einen Vorspann von Übertreibung. Man sah es wie einen fantastischen Aufzug an. Er war in der Tat ein Liebling der Grazien. Sein ganzes Wesen war Reiz. Doch Heyse, der von seiner Zeit so geachtet und hoch verehrt wurde, lebte kein leicht beflügeltes Leben auf den Olymp der Freude. Wir hören weiter in den Quellen. Von herbem Schmerz, durch häusliches Leid berührt, suchte er durch doppelte Liebenswürdigkeit
wehmütige Anwandlungen zu verbergen, die ihm bisweilen befielen, wenn man ihn schweigend zur Seite saß. Häusliches Leid? Woher kam dieses Leid? Es kam aus dem Schlimmsten, was einem liebenden Menschen passieren kann. Paul Heise sind von seinen 6 Kindern 3 gestorben. Und einer dieser Kindstode ereignete sich überdies in einer fast unbeschreiblichen Situation. Im Juli 1869 starb unser jüngstes Kind Marianne. Erst 1,5 Jahre alt, da es eben anfing, durch das Aufwachen seiner kleinen Seele uns 1000 Freuden zu machen. Im April 1871 raffte ein jäher Genickkrampf binnen 10 Stunden den 2. meiner Söhne, meinen Ernst, in seinen 12. Jahre hin. Einen ungewöhnlich begabten Knaben, der in der Schule mühelos stets den 1. Platz behauptete und sich mit einer eigentümlich stolzen Verschämtheit immer nur zögernd entschloss, seine glänzenden Zensuren uns sehen zu lassen. Wie große Hoffnungen hatte ich auf diesen Knaben gesetzt und nur bedauert, dass es schwer war, in sein spröde verschlossenes inneres Leben einzudringen. Um Mitternacht hatte ich ihm die großen Augen zugedrückt, aus denen schon Stunden zuvor das Licht des Bewusstseins geschwunden war. Eine Stunde darauf empfing ich einen neugeborenen Sprössling meiner 2. Ehe in meinen Armen. In einen so qualvollen Widerstreit der Empfindungen, wie wohl wenigen Menschen zu erleben verhängt worden. Heise steht am psychischen Abgrund. Instinktiv greift er nach dem Rettungsanker seiner Kunst. Um nicht an der inneren Zerrissenheit seiner Empfindungen zu ersticken und daran unterzugehen, schreit er sie hinaus, aber künstlerisch gestaltend. Die Bauformen der Sprachtempel antikischer Autoren und eines klassischen Goethes oder Schillers geben seinen Schmerz Halt und Ausdrucksmöglichkeit. So formt er Worte, wie sie meisterlicher und schmerzhafter zugleich nicht sein könnten. Eine Nacht war hier schadenfrohen neidischen Schicksalsgewalten, da ihr aus Fiebergluten glühender Angst mich überstürztet mit Eiseschauern bitterster Tränen und wieder lodern ließet Flammen der Freude, mich zu durchglühen mit neuem Fieber, Freude, vergiftend mit Schmerz, des Schmerzes heiliges Recht fälschend. Ach, durch den 1. Schrei eines neugeborenen Lebens habt ihr Wollen zu Stahl mich härten, durch grausam jähen Wechsel diese Brust zum Wohnsitz machen einer ewig unanfechtbaren, stählernen Seele. Vielleicht zum Schlupfort
unmenschlicher Weisheit, eurer würdig, aber es spottet mein wundgequältes Herz all eurer Listen, nie sich schmieden lassen zu knechtisch-herrischer Härte, wird dies Freigeborene, dies Menschenherz, euren erhabenen Gleichmut, nie tauscht ich ihn ein gegen das zuckende Jammergefühl eigene Schmerzen und meiner Brüder zu verstehen, zu betrauen. Der Schriftsteller Paul Heyse ist heute nahezu vergessen. Eine traurige Unterführung am Bahnhof erinnert an ihn. Aber sein Schicksal zeigt, dass der Verlust eines Kindes mitgeteilt sein will, künstlerisch und gestalterisch ausgedrückt sein will und nicht in den Unterführungen des Lebens begraben sein möchte.